Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Turnier an, nicht wahr? Na, vorher gehe ich mal die Beere kaufen. Wow. Als ob es geplant wäre. Ist das letzte Gegenstand, den er verkauft für 26 Bären. Ja, komm, wir machen's. Oh, danke schön. Hier habt ihr es. Ah. Ihr habt alles bekommen, was ich habe. Dankeschön, dass ihr all den Weg gekommen seid, um mit mir zu reden. Wisst ihr, niemand scheint sich mehr irgendwie um einen alten Käfer zu scheren. Oh, Käfer sind heutzutage so damit beschäftigt, sich um dieses Kartenspiel zu wetten. Davon habe ich noch nie den Anreiz verstanden. Oh, und hier finde ich, komme ich schon wieder ins Quatschen. Bitte besucht mich doch in der Zukunft. Okay, jetzt hat er gerade gesagt, er erinnert uns an diese Fliege, die eines Tages hier bei dem war. Der dann eine Krone für Hunderten von Bären verkauft hat, die der eigentlich auch noch aus dem Meer geholt hat. Und es scheint, dass diese Fliege sich auch mal im Norden befindet. Okay. Hallo. Ja, sag einfach gleich nochmal. Fliege mit Krone, die irgendwo in Neuland ist. Okay. Dann hin's auf zum Kartturnieren. Stopp! Nur die mit einer. Ja. Mit dem Beweis, dass sie den Weg der Karten hier gemeistert haben, dürfen hier rein. Ein Beweis? Ja, nur die Kartenmeister von Bulgaria besiegt haben und sich ihre dafür einen Beweis geerntet haben, dürfen wir diesem Tor weiter. Verschwindet, wenn ihr keinen Beweis habt. Haben wir doch. Dann zeigt's mir bitte. Oh, ja dann. Es tut mir leid für mein voriges Verhalten, Meister. Ihr seid willkommen in der großen Halle des Spionkarten-Champions. Bitte geht weiter. Jemand ist den ganzen Weg aus dem Norden gekommen, um ein Kartenspiel zuzuschauen? Kabo, was ist los? Nichts. Ja, was mit Kabos Vergangenheit und im Norden ist, wissen wir auch nicht. Ne? Es scheint irgendwie, als ob da auch irgendwas passiert ist. Vermute ich zumindest. Aber... Ah, du da, grüner Kerl. Du bist ein... Einer aus dem Norden, nicht auch einer aus dem Norden, nicht wahr? Ich bin seit Jahrzehnten nicht mehr in meiner Heimat gewesen. Ich wundere mich, ob das Leben inzwischen heutzutage besser ist. Seht ihr, wenn es um Kabos Heimat geht, ist Kabo immer ganz, ganz verhalten. Verschwindet! Also, es sei denn, ihr seid ein Champion. Wenn ihr so lange nicht kein Champion seid, haben ihr und ich absolut keine Geschäfte miteinander. Scheint, wir sind nicht die Einzigen, die so viel unter zu halten. Naja, jeder, der hier ist, hat hart für seinen Platz gekämpft. Das wird nicht einfach werden. Ach, wir haben das schon. Wir machen das schon. Kein Problem. Na, es sieht immer noch aus, als ob unser Support der Beste hier in der Halle wäre. Hey, na, wie geht's euch, Leute? Neu zum Spiel? Neu beim Spiel? Ich auch. Wisst ihr, mein Opa war einer der besten
Biomkartenspieler, die es gab. Er hat nie einen einzigen Kampf verloren. Bevor er aufgegeben hat, hat er mir sein Deck gegeben. Etwas, was er schon für Jahre gebaut hat. Und mit diesem... Schau mir zu, Opa. Ich werde gewinnen, indem ich dieses Spezialdeck von dir benutze. Ich war so viel gelitten. Ich kann es fühlen. Wir dürfen uns davon nicht beirren lassen. Dieser Schmerz wird sich bestimmt auf sein Deck ausweiten. Es sind doch nur Karten. Was für eine giftige Aura. Toxisch sogar. Ja, es wird Musik noch viel süßer machen. Oh, neue Spieler. Stellt euch bloß nicht in meinen Weg. Ich werde gewinnen. Wisst, habt ihr verstanden? Die Belohnung gehört mir. Okay. Da sehe ich doch schon was. Der Junge muss verrückt sein. Wir haben viel zu viel bezahlt dafür, dass wir die Wand hier in Bruch kriegen. Was soll man nicht wissen, was da drunter ist? Okay. Boah. Was für eine Schande. Aber mit dem ganzen Geld, was hier rüber über diese Insel, durch diese Insel fließt, haben die es noch nicht geschafft, dieses Loch in der Wand zu reparieren. Ich kann das nicht ausstellen, aber es fühlt sich an, als ob irgendwas jederzeit rauskriechen könnte. Vielleicht sollte ich meine Geschäfte irgendwann erledigen. Also ja, ich bewundere ja Kreativität, aber es ist doch, gibt schon eine Schönheit im, wenn man sein Spiel optimiert. Ach, wenn du versuchst zu gewinnen, kann man keine Zeit verschwenden, einfach rumzuposen. Was kommt von dir wie? Ui! Ey! Ich probiere immer mein Bestes. Ha! Niemand wird diese Karte in meinem Deck erwarten. Ich hoffe, die werden wir hier im Turnier treffen. Sie hat eine gute Aura. Ist es wirklich in Ordnung, so entspannt zu sein? Weißt du, manche kämpfen für das Ansehen. Ich denke, sie möchte einfach nur eine gute Partie spielen. Wow, wow. Hier ist so ernst hier, Mann. Können wir uns nicht alle mal ein bisschen beruhigen und entspannen? Ich meine, es ist doch nur ein Spiel. Ups. Was zum... Was macht ihr denn hier? Das ist mein Zimmer. Ah, ihr habt die Wand kaputt gemacht. Dachtet ihr euch, das macht mir nichts aus, weil ich so reich bin? Wie könnt ihr nur? Ich dachte, ihr wärt... ordentliche Käfer. Es tut uns leid, ich habe ein Loch gesehen und dann sind wir einfach wieder durchge... Ich musste einfach... graben. Ja, ihr könnt euch echt mal mein Management beschweren hier. Ihr gibt mir jetzt die Schuld für die Fehler des Hotels? Nein, wir haben nur... Ich verliere echt meine Geduld. Duell jetzt! Kleinkartenduell? Das, was ist denn jetzt hier passiert? Carmina. Kennen wir die nicht schon mal? Bin mir sicher, dass es hier eine bessere Lösung gibt. Wir können doch deinen Raum für eine Woche sauber halten. Nein? Okay, alle seid wachsam.
habe keine Ahnung, wie das Glück ihre Attacken beeinflussen wird. Warum sollte ich? Ja, dann ruf, ne? Glück ist auf unserer Seite. Okay. Kriege ich jetzt ein? Uff. Wenigstens macht Chompy genug Schaden. Jetzt macht sie nicht stärker. Was geht denn ab? Hallo, 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 hallo. Sagen wir, machen einmal Frozen Drill. So nämlich. Und erstmal wieder um kümmern, dass Kambo vielleicht ein bisschen geheilt wird. Sehr cool. Wen denn überhaupt? Aber einem, okay. Problem ist halt, dass alle unsere Sachen immer so geile Effekte haben, noch nebenbei, ne? Choppy holt's raus. Das war dumm, ne? Ja, das war total dumm. Was ist das? Was heißt denn hier geinkt? Wir können keine Skills machen. Das ist ja frech. Also wie finde ich das denn? Bunker Way. Eingedientet! Da kann ich es mal selber schlafen schicken. Eieiei, das wäre. So. Ich bin Fan von Frozen Drill. Macht halt fett Schaden, ne? Und die gute Wii darf aber weg auch nochmal. Ne, darf sie nicht, die Heilkarre mit dem Secret Stash. Aber nicht, Boah, ich glaube, das. Ist es noch nicht ganz? Habe ich jetzt eigentlich hier das Ding drin, was mehr Treffer gibt? Nee, ne? Oh, das war nett. Ein bisschen spannend. So. Hallo Orschkatz! Entschuldigung, ich war so im Kampf
im Kampf geschehen, verdingst, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Na, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, wir hatten gerade mich hier einen Überraschungskampf, auf den ich gar nicht vorbereitet war, aber der hat dann doch ganz gut geklappt. Ihr hättet mich auch einfach gewinnen lassen können, wisst ihr? Tut uns leid, aber nein. Ha. Dann werde ich dem Management hier rüber über dieses Loch erzählen. Es tut uns wirklich, wirklich leid. Naja, wie auch immer, jetzt verschwindet hier. Ich muss mich aufs Turnier vorbereiten. Oh ja, mir geht's bestens. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir auch. Nö, ich habe heute ein bisschen länger geschlafen als geplant. Deswegen ist dieser Tag jetzt schon wieder fast rum und ich habe nicht ganz so viel geschafft. Also eigentlich hätte ich nämlich eigentlich auch schon hier mit den Käfern früher angefangen. Das hat jetzt erstmal wieder ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ja, wie gesagt, lieber heute als morgen, weil morgen habe ich leider gar keine Zeit. Da ich aber auch für YouTube nur noch Folgen bis morgen habe, muss ich halt gucken, dass ich jetzt was in den Kasten kriege. So, das war das. This was that. And then I think, wir gehen jetzt hier zum Kartenturnier und starten damit. Das war ja, also, wenn man nicht mal was bekommt aus Erfahrungspunkte, ne, für diesen Kampf. Ich juckt so ein bisschen den Finger zu gucken, was passiert, wenn ich nochmal hier reingehe. Dir geht's supi, das ist doch schön. Hoffe nicht, dass wir nochmal kämpfen müssen. Kannst du mal dich nicht eingraben? Dankeschön, Kabu. Okay, jetzt hat sich beruhigt, anscheinend. Immerhin. Mit Vollgas hier hoch, so. Ja, ganz schön klasse. Das muss ich zugeben. In so einem edlen Etablissement muss sogar auch das Personal halt ein bisschen nach was aussehen. Ich wette, das Outfit kostet mehr, also sein Outfit kostet mehr als unsere Überfahrt hierhin. Neufleisch, neues Fleisch, großartig. Frischfleisch, neues Fleisch. Wisst ihr, die der bisherige Wettbewerb scheint ein bisschen langweilig zu werden. Hier halten wir die Spionkarten-Meisterschaft ab. Naja, ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich schon, denn ihr habt ja immerhin geschafft, die Kartenmeister zu besiegen. Naja, kommen wir zum Wichtigen. Also, wenn ihr das Turnier gewinnt, dann bekommt ihr viele, viele mehr. Ihr müsst drei Kämpfe in einer Reihe schaffen mit dem gleichen Deck. Nur einer von euch kann teilnehmen. Also, entscheidet euch mal, wer es machen soll. Wer soll denn dann spielen? Live. Mach du es ruhig. Ja, ich bin bereit zum Starten, wenn ihr wollt. Okay, wenn ihr fertig seid, dann sagt mir einfach nur ein Wort. Dann. Und lasst unsere Sponsoren nicht warten. Aha! Doch nur Eintrittsgeld.
Das war mir so nicht bewusst. Dann hätte ich weniger hier ausgegeben. Dann müssen wir einmal kurz zur Bank. Haha. Die ist ja blöd.